Wait. Was? Lass den Hund in Ruhe. Na gut. Ich habe mich an den Hoden verschluckt. Das ist passiert. muss ich das so, jetzt ja. wirklich hören, was wir uns da aufgenommen haben? Ich melde mich dann. Wir müssten nur irgendwie schaffen, unsere Albträume zu synchronisieren. Ja. Dann sind wir alle geliefert. Alle komplett bekloppt. Nein. Es geht ab. Hörst du mich? Ja. Weil das Mikro steckt im Kürbis. Sehr schön. Das ist das Geräusch, wenn ich auf den Kürbis einsteche. Oh Gott. Ich glaube, ich hole das Mikro da raus, das könnte. Ja, bitte. Ach ja. Jetzt sind wir alle da. Mein Freund Nein. der Kürbis. Mein Freund der Hendrian. Mein Freund das Messer. Baum. Mein Freund der Baum ist tot. Er starb im Hambacher Forst. Die RWE hat ihn umgebracht. Und wie versprochen, schnitze ich heute live auf Sendung einen Kürbis. Ich habe ein kleines spitzes Messer, einen Schraubenzieher und ich habe ihn aber schon vorbereitet. Das heißt, ich habe ihn ausgehüllt und habe das Motiv schon mal drauf gemalt, weil wir so viel Zeit nicht haben. Den Schraubenzieher? Ja. Ah, ich mag es, wenn meine Schraubenzieher bunt und mitten ausgehöhlt sind. Und jetzt steche ich ja so auf die größere Fläche mal ein, um mal einfach ein bisschen was rauszukriegen. Und du so? Ich habe mir eine Pizza gemacht. Das ist immer gut. Bin mir noch nicht ganz sicher. Es gab da einen Zwischenfall. Zwischenfälle sind immer gut. Ja, aber nur wenn oben und unten noch ein anderes Fell ist, dass man das Zwischenfell schon einpackt. Ich habe gestern meine trockenen Hot Lemon Chilies vermahlen in der Kaffeemühle. Und heute Kaffee gekocht. Ich habe sie vorher sauber gemacht. Aber ich habe von diesem Pulver... ungefähr ein Zehntel Gramm vielleicht auf diese Pizza drauf gestreut und ich glaube, ich muss sterben. Das ist schön, Schatz. Geht so. Zum Glück hört man mich nicht schwitzen. Naja, man hört das Tropfgeräusch, das kennt man von dir. Und das ist das Blut, was aus meinen Ohren, der Nase und den Augen läuft. Das geht unseren Hörerinnen auch immer so. Eben. Ja. Ist denn etwas passiert seit unserer letzten Sendung? Ja, meine Internetverbindung bricht dauernd ab. Ah, das ist schön. Ich hatte es ja schon getwittert. Ich vermute, es liegt am Kamin, dass dieses Telefonkabel einfach irgendwo unter dem Fußboden vom Kamin-Dings durchläuft oder der Wand oder irgendwas und es einfach warm wird und die Datenpakete anfangen zu schwitzen, keine Ahnung. Diese These wurde soeben widerlegt, es ist kein Kamin an, das Internet bricht trotzdem ab. Wissenschaft. Internet. Doofes Internet. Möpse. Möpse sind auch toll. Ich habe ja zwei haarige. Manchmal bellen sie. Haarige Möpse sind die besten Möpse. Ja. Ich weiß nicht, ob deine Frau das hört, sonst hätte ich jetzt einen Spruch gebracht. Kommt ganz drauf an, man muss halt ein bisschen die Risiken abwägen.
Die ist stärker als ich. Ja, nee, die Frage war eigentlich mehr so, willst du in Zukunft alleine podcasten? Weil ich krieg's ja ab. Und dann? Du darfst nur nicht lachen, wenn ich solche bösen Sachen sage. Ha, ha, ha. Okay, ich versuch's. Nein, ich bin ganz brav. Okay. Ja. Ich habe so ein paar Sachen nach unserer letzten Folge mir rausgesucht für heute. Oh, okay. Voll vorbereitet, der Blut. Ja, total. Nachdem wir darüber gesprochen haben, war zum Beispiel ein Helga der Schreckliche in der Zeitung. Also jetzt jeden Tag da drin. Aber ich fand den heute eigentlich ganz nett. Da sitzt der Sohn von Helga mit seiner, also mit dem Mädchen, das auf ihn steht, auf einem Baum. Mhm. Und liest ein Buch. Das kann ich soweit nachvollziehen. Also das Buch. Und sie fragt, was liest du da? Und er sagt, eine Liebesgeschichte. Und sie zwinkert ihn so zu und sagt, ist es wie unsere Liebesgeschichte? Und er sagt, wenn du damit meinst, ob sie erfunden ist, ja. Sehr schön. Ja. Ich dachte, der passt doch irgendwie. Ja. Ich bin übrigens in der Stirn momentan. Ah. Am Brocken rausschneiden. Ich habe ja in diesem sozialen Netzwerk deine Vorzeichnung gesehen und natürlich noch nicht auf unserem Account gepostet. was wird es? Willst du schon verraten oder? Ja, ich werde es verraten, weil wenn die Folge hier online ist, werde ich das Bild ja auch schon gepostet haben, wie es so fertig aussieht, denke ja. ich mal. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich mache ein Crossover mit dem König, Bube, Dame, Gast-Podcast und schnitze Pennywise den Clown. Ah. Aus der Neuverfilmung. Das klingt auch realistischer als Büffelkopf. Das war das, was die Frau und ich da drin gesehen haben, in diesem mandalahaften Vorzeichnungsdings. Ja, an der Zeichnung kann man tatsächlich nicht allzu viel erkennen. Deswegen muss ich jetzt einfach das wegschneiden, was nicht dazugehört. Okay. Ja, das ist halt nicht so ganz einfach, wenn der Kürbis doch ein bisschen dicker ist. Das ist der hier. Ich habe schon innen drin mit einem Löffel ausgekratzt. Damit er auch an dieser Stelle, wo ich jetzt schnitze, nicht mehr ganz so dick ist. Ja. Aber nur so fast 2 Zentimeter, durch die ich durch muss. Oh. Und ich habe viel kleine Furzelarbeit vor mir. Weil da viele kleine Teile sind. Deswegen habe ich auch einen sehr kleinen Schraubenzieher. Und werde einfach mal gucken, wie das klappt. Ihr werdet es mitbekommen, wie ich fühle. Aber ich dachte, ich bereite das schon mal vor alles, weil heute kam der Biomüll und da konnte ich schon mal die Innereien alles noch entsorgen. Ah. Ich würde dich kurz mit unserem Publikum alleine lassen. So. Ja, keinen Unfug machen, keinen Schweinkram. Was soll ich denen dann erzählen? Du wirst schon was finden. Bis gleich. Tschüss, Schatz. So, jetzt sind wir hier allein. Ich hoffe, er macht die Klotür zu. Ich finde das Pfeifen viel angenehmer, als wenn ich irgendwas erzähle. Denn es gibt eigentlich wirklich nicht viel zu erzählen. Vielleicht noch einen Nachtrag zu den Kräutern, über die wir in Folge 2 gesprochen haben. Die sind mittlerweile wieder im Wintergarten. Ich habe sie alles schön zurückgeschnitten und jetzt in ihren Riesentöpfen auf Steinen dort aufgestellt. Und normalerweise überstehen die da den Winter auch ganz gut. Auch die Avocado-Bäume sind wieder drin. Ich glaube, der eine hat schon ein bisschen viel Kälte abbekommen, aber das werde ich nächstes Jahr merken, wenn der neue Blätter kriegt, ist es noch gut. Und ansonsten habe ich auch gar keinen Garten. Ich brauche auch keinen Garten, ich wohne ja direkt am Wald.
Heute Morgen hatte ich auch Besuch von einem Eichhörnchen. So kriegt man den Tag auch rum, indem man einfach hier sitzt und Eichhörnchen beobachtet. Und ich hoffe, er kommt bald wieder, denn ich habe nichts zu erzählen. Ich nehme einen Schluck von meiner Kräutertee-Mischung. Ah, mein Kräutertee ist heiß. Der macht komische Geräusche. Hallo. Jetzt ist hier minutenlange Stille auf der Aufnahme. Schön. Wenn du wissen willst, was mit meinen Kräutern passiert ist, musst du nachhören. Okay. Aber es ist nicht viel passiert. Ach, Flo. Ach ja. Ist das noch der Kürbis, an dem du arbeitest? Oder was tust du da gerade? Ich säge mich durch. Ich schneide immer erst das größte Stück raus, das weg muss. Und dann die kleinen werde ich dann nachher, da muss ich wahrscheinlich sowieso ganz viel ausstanzen mit dem Schraubenzieher. Da komme ich selbst mit dem kleinen Messer nicht mehr rein. Was ich an Kürbissen ja cool finde, ist, wenn man so anritzt die Haut, zum Beispiel dann, um dann oben so einen Kreis zum Aufschneiden reinzukriegen, dann fängt er an zu bluten. Das sieht jedes Mal lustig aus. Wie so ein Mensch. Nur ohne Schmerzensschreie. Manchmal. Ich hätte jetzt gesagt, da bauen wir einfach was mit einem Raspberry Pi. Der kann ja noch nicht schreien, weil ich habe ja noch keinen Mund geschnitzt. Ach so. Er kann also nur bluten. Ups. Hier fliegen Kürbisstücke in die Gegend rum. Ich werde dann jedes Jahr auch gefragt, ach, kannst du mir auch einen Kürbis machen? So hier aus der Umgebung. Aha. Das ist dann meistens Ende Oktober. Deswegen werde ich das, glaube ich, dieses Jahr den Leuten sagen, wenn ihr wollt, gerne, aber ihr könnt ruhig früher mal anfangen. Das ergibt vielleicht mehr Sinn. Ja. Om nom nom. Das klingt aber nicht nach Pizza. Oh doch, dieses Chili-Pulver ist einfach sehr, sehr geil. Das glaube ich dir. Nom, 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 nom. Du wolltest doch über ausgestorbene Tierarten reden. Ja. Lass uns doch mal darüber reden. Das ist eine sehr gute Idee. Hast du dir auch eine ausgesucht? Ach, es gibt so viele. Ich habe ein paar hier auf der Liste. Okay, weil meine lieblingsausgestorbene Tierart ist, glaube ich, der Magenbrüterfrosch. Oh, der ist niedlich. Ich verstehe, warum er ausgestorben ist. Ich kann ja nur von mir ausgehen, aber ich hätte auch einfach aufgegessen. Und zum anderen fand ich das Konzept lustig. So, Frosch legt Eier, Froschmännchen befruchtet die Eier, Froschweibchen schluckt alles runter. Kleine Frösche wachsen im Magen heran und ich habe leider vergessen, wie sie aus dem Magen wieder rauskommen, aber es gibt du viele lustige Wege. Du kennst doch Alien. Wege. Ja, da musste ich nämlich auch dran denken. Splörz. Ah. Ja, das ist meine lieblingsausgestorbene Tierart. Da war doch die Tage auch in den irgendwelchen Nachrichten, ich habe keine Ahnung mehr wo, dass sie irgendeine als ausgestorben geltende Tierart wieder entdeckt haben, dass die noch lebt. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, welche und wo und wie. War das das mit dem Hai und dem Taucher? Nein, das war irgendein, ich glaube ein Beuteltier oder irgend sowas. Ah, also auch ein richtiges Tier, also nicht jetzt irgendwie so ein... Nee, nix. Oh, nix, dieser Käfer, der... Ja. Oder irgendeine Affenart oder sowas. Ja. Also etwas, das man eigentlich gar nicht so schnell übersehen kann. Verstehe. Und bei dir? Naja, ich fand zum Beispiel den Pyrenäensteinbock ganz interessant.
Nicht, weil der irgendwie großartig jetzt besonders ist, es ist halt ein ausgestorbener Pyrenäensteinbock. Das letzte Exemplar starb im Jahr 2000. Okay. Aber sie haben im Jahr 2009 ein Kalb geklont. Ein Kalb geklont. Aha. Das hat zwar nicht lange überlebt, aber wenn man sich das so vorstellt, so anstelle von Jurassic Park, Pyrenäensteinbock Park. Ziegenpark. Ja, Mann. Ja. Ja, bitte. Oh, oh. Es war nur ein bisschen scharf. Du wolltest mir eine philosophische Frage stellen. Stimmt. Ich jetzt schon oder erst später? Auch, das können wir auch jetzt machen, wenn du willst. Weil vielleicht ergibt sich daraus ein Thema für später noch. Okay, dann los. Wenn du ein Superschurke wärst, ja? Was für einer wärst du? Ich wäre ich selbst, nur mit viel mehr Geld. Ja, du wärst also einer, der auf Geld aus ist. Weil es gibt ja diese Nein. Ja. Ich bräuchte nur ein gewisses Startkapital. Na gut, das brauchen sie, glaube ich, alle. Dann, Aber wenn man sich so diese, sagen wir mal, so alten Superhelden-Comics aus den 60ern anguckt, da sind die Bösewichte meistens hinter Geld her oder hinter der Weltherrschaft. Und das ist eigentlich... Ja, Weltherrschaft ist für mich auch gar kein so, so tolles Ziel. Nö. Ich würde gerne die Welt zu einem besseren Ort machen. Wahrscheinlich wäre sie nicht für jeden ein besserer Ort, aber für mich. Also bist du auch eher so einer wie ich, der Massenmord bevorzugt. Ja. Gibt's da Vorbilder in Comics für? Massenmord? Ja. Na ja, gut, wenn man sich den neuesten Avengers-Film angeguckt hat, kennt man ja schon einen. Also Thanos will ja die Hälfte allen lebenden Wesens auslöschen, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Aha. In den Comics macht er das, um dem Tod zu imponieren. Okay. Und es gibt bestimmt noch einige andere. Eigentlich hätte ich vermutet, wir wären eher so welche, die das Chaos bringen. So Joker-Typen oder sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre für den Moment ganz witzig. Aber auf Dauer wird mich das, glaube ich, nerven. Ja, ich denke auch eher. Ich meine, Chaos hier und da ist mal schön. Genau so. Es kann ja auch ganz heilsam sein, aber... Ja... Vielleicht ist es auch besser, man streut das Chaos nur ab und zu ein bisschen in die Normalität ein, dann ist es wirksamer. Ja, richtig, zum Aufbrechen alter Strukturen. Genau, oder als Unterart der dunklen Kängurumaus. Entschuldigung, ich habe noch die falsche Liste auf. Alles gut, alles gut. Ich finde, dunkle Kängurumäuse könnten durchaus... Gute Superschurken sein. So als Minions quasi fungieren. Ich habe dann auch überlegt, so diese ganzen Bond-Bösewichte, die es da gibt. Oh, ja. Welcher davon denn so tatsächlich realistisch wäre? Ich meine, das sind ja auch diese berühmten, ich erpresse jetzt die Weltgemeinschaft um ein paar Milliarden. Ja, aber gab es da nicht auch so... So welche mit wollen einfach die Weltordnung umkrempeln? Ja, auch regelmäßig mal. Das finde ich auch noch ganz sinnvoll. Ja. Wenn du tatsächlich die gesamte Welt erpresst um Geld, wo willst du danach dann noch Zuflucht finden? Ich meine, auf dem Mond. Ja, in Moonraker. Genau. Ja. So, da ich natürlich keine Räuspertaste habe, kommen jetzt alle in den Genuss von ich putze mir die Nase. Oh, toll. Dann bin ich extra leise. So. Das war schön. Mach das nochmal.
Okay. Töre. So. Das erste Mal fand ich schöner. Ja, das hat auch noch mehr Substanz gehabt. So. Aber ich glaube, die Bond-Bösewichte, die können wir uns irgendwann mal angucken, wenn wir die Bond-Retrospektive machen. Genau. Ich finde übrigens dieses Zustechgeräusch, das du da machst, sehr schön. Das wirst du jetzt noch öfter hören. Das ist dieser Schraubenzieher. Den werde ich jetzt, glaube ich, viel brauchen. Die Stirn ist jetzt fertig, ich fange jetzt oben mit den Haaren an. Wenn man nicht wüsste, dass es um einen Kürbis geht. Naja, stech. Das rothaarige Kind von nebenan. Das, in das Charlie Brown verliebt ist. Ja. Das kleine rothaarige Mädchen. Ernsthaft? Ja, man sieht sie nie. Man hört immer nur von dem kleinen rothaarigen Mädchen. Ich mag die Peanuts. Ja. Die haben irgendwie sowas Philosophisches auch. Ja, durchaus. Finde ich manchmal allerdings auch ein bisschen schwierig. Aber mir fehlen gerade die Worte. Das ist die beste Voraussetzung für diese Film. Ja, von allen Charlie Browns dieser Welt bin ich der Charlie Brownigste. Oh, du bist ein Brownie. Aber ich habe es jetzt tatsächlich die Gesamtausgabe, glaube ich, fast durchgelesen. Also die letzten ein, zwei Jahre fehlen mir noch. Und der lief ja von 1950 bis 2000. Und, Charles M. Schulz hat ja dann gesagt, er ist schwer krank, er hört auf. Mhm. Und ist dann kurz bevor der letzte Strip erschienen ist, ist er auch gestorben. Ach, verdammt. Und du kannst das wirklich durchgehend lesen. Du merkst ab und zu ein bisschen, dass sich so die Zeiten doch weiterentwickeln. Ja. Aber er bleibt sich immer treu, dieser Strip. Wenn du so andere liest, die so wirklich über Jahrzehnte laufen, ja, das ist dann doch entweder ein großer Unterschied oder es werden dieselben Gags seit 40 Jahren immer wieder verbraten und es fehlt irgendwie so das Neue noch. Das hat er wirklich gut hinbekommen. Das ist aber auch echt eine lange Zeit, hör mal. Ja. Wurde der einfach sehr alt oder hat er sehr früh damit angefangen? Ich kann gar nicht sagen, wie alt er jetzt wurde. Keine Ahnung. Aber das ist, gerade bei diesen Zeitungs-Comic-Strips ist das gar nicht so unüblich, dass da Leute wirklich über Jahrzehnte irgendwelche Sachen zeichnen teilweise dann die Nachfahren dann übernehmen. Okay. Wie zum Beispiel bei, kennt man vielleicht, Beetle Bailey, dieser Armee-Mensch. Das sagt mir was. Ja, oder auch, es gibt einige halt. Kurz mal googeln. Ah, okay, ja. Das ist auch so einer, der auch mal irgendwie eine Zeichentrick-Serie hatte. 78 war er. Der gute Charles. Das Sparky, wie er ja genannt wurde. Warum? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich möchte mich übrigens bei unseren Hörern entschuldigen. Das wird auch Zeit. Unsere letzte Folge. Ja. Hat durchaus ein bisschen... Ich habe mich selber sehr geärgert, weil ich es geschafft habe, nachdem wir dann fertig waren und es ja doch schon echt spät war, in der Nachbearbeitung
Mist zu machen und genau die Frequenzen, die für Zischen zuständig sind, sehr zu verstärken, sodass ich unsere Folge selber nicht ohne schmerzverzerrtes Gesicht anhören konnte. Auf der Habenseite steht natürlich, wir würden unserem Kopfschmerzverursacher-Dingsi-Ruf durchaus gerecht. Aber schön war es nicht. Ich werde die Folge gleich nochmal neu hochladen und quasi das Audio-File ersetzen. Mit einer Version, die nicht so zischt. Ist ja furchtbar. Ich habe nicht reingehört, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Ich hätte besser mal reinhören sollen vom Hochladen. Das war nicht gut. Wobei, diese Folge war ja eine Auftragsarbeit für Dela. Die hat sich nicht beschwert, sie wäre gut damit eingeschlafen. Aber das hat sie nicht verdient. Also, ja. Ich fand's schön, dass sie gut damit eingeschlafen ist. Aber wie gesagt, ich war einfach mit dem Resultat nicht zufrieden. Naja. Dann ändert sich das jetzt bald. Und dann kriegen die Hörer... Ich spritze wieder mit Kürbis rum. Dann kriegen die Hörer halt eine neue und eine remasterte Episode. Das können wir auch machen. Wird das die Folge 111b? Na, kannst auch ruhig Dings bumsen. Oder einfach hier, ne? Eine Radio-Edit und ein Hendrick-Remix oder so. Wir müssen einfach noch, immer wenn wir Fuck sagen, das dann auspiepen, das dann fürs Radio. Oh. Das heißt, wir müssen jetzt auch wirklich Fuck sagen, was wir eigentlich sonst nie sagen. Fuck yeah. Oh Mann. Dann stelle ich mir jetzt einfach einen Wecker, damit ich einmal die Minute Fuck sage. Fuck. Fuck. So diese kleinen Dinger da aus den Löchern rauszupopeln, ist immer das Anstrengendste. Wem sagst du das? Unseren Hörerinnen. Ja. Ich habe, wenn wir das Thema James Bond Schurken schon hatten, habe ich natürlich heute auch wieder einen Film rausgesucht. Mm. Und zwar, vielleicht hast du davon gehört, Casino Royale. Die alte Version? Von 1967, genau. Ja. Eine Parodie, also kein offizieller Bond-Film, sondern eine Parodie auf die bis dahin erschienenen Filme. Mhm. Und es ist sehr, sehr merkwürdig, weil dort ein alter James Bond nochmal zurück soll. Der hat sich damals ins Privatleben zurückgezogen, nachdem er Mata Hari überführt hat, seine heimliche Liebe, und sie den Henkern ausliefern musste. Genau. Jedenfalls tauchen in diesem Film ganz viele Bonds auf. Zum Beispiel okay. Peter Sellers, Ursula Andres, David Niven, Dalia Lavi. Au. Tut mir leid. Woody Allen. Witzig. Und noch ein paar andere. Der Film ist tatsächlich echt merkwürdig zu gucken. Aber es spielen auch die richtigen Bond-Gegner mit. Das ist Smash, diese KGB-Einheit, die die Geheimagenten töten soll. Ja. Die, naja, soll Geheimagenten töten. Und bedroht natürlich damit das Universum. Und deswegen versuchen sich die vier Geheimdienstchefs, unter anderem auch M, die versuchen halt Bond wieder aus dem Ruhestand zu holen, um Hilfe zu bitten. Der ist aber auch ziemlich sauer, weil es gab halt andere 007 Agenten und das Einzige, was die gemacht haben, war ab und zu mal einen Fall lösen mit Hilfe von Geheimwaffen von Q, und ansonsten haben sie viele tote Frauen hinterlassen. Man muss bedenken, es stand die andere Filmreihe noch relativ am Anfang, und es hat sich da scheinbar schon ein Muster rausgebildet. Naja, auf jeden Fall bombardiert dann die britische Armee Bonds Haus. Mhm. Dabei stirbt dann auch M. Ja.
Und dann Bond fährt dann zu Ems Witwe und sie versuchen dann halt weitere 007 Agenten zu rekrutieren. Das erklärt dann die vielen Schauspieler, die da mitmachen. M hat ganz viele Adoptivtöchter, die für Bond natürlich eine Rolle spielen. Also, wenn man diesen Film guckt, sollte man, glaube ich, wissen, auf was man sich einlässt. Klingt aber sehenswert. Es ist tatsächlich ganz lustig. Es ist mehr so eine 60er-Jahre-Komödie als tatsächlich ein Agentenfilm. Und er war auch für einen Oscar nominiert. Okay. Ja, für den Soundtrack. Ah. Ja. Aber immerhin. Warum der Film beim Erzählen ein bisschen wirr klingt, erklärt sich vielleicht auch daraus, dass der Film ein bisschen wirr ist. Also da muss hinter den Kulissen komplettes Chaos geherrscht haben. Casino Royale war ja der erste Bond-Roman von Ian Fleming. Und der ist bereits in den 50ern, also 1953 erschienen, 1954 gab es da bereits einen Fernsehfilm zu. Ja. Mit Barry Nelson als Jimmy Bond. Okay. Ja. Und dann ab 62 gab es die echten, heute noch gültigen Bond-Filme. Und weil die ein Erfolg waren, haben halt die Produzenten, die das Recht an Casino Royale hatten, versucht, da irgendwie noch Geld rauszumachen. Ständig gab es neue Regisseure. Die Schauspieler waren auch nicht unbedingt erfreut und angeblich ist Peter Sellers irgendwann gefeuert worden und Woody Allen hat auch wütend die Dreharbeiten verlassen. Der Film war so im Berliner Flughafen, das heißt, die Kosten sind hochgeschossen und es ist einfach nicht fertig geworden. Und irgendwann hat man sich entschieden, aus dem vorhandenen Material will man irgendwas zusammenschneiden. Und dabei kam dann halt dieser Film raus und war finanziell noch nicht mal so unerfolgreich, ist aber von der Kritik so verrissen worden, dass dann es doch keine weiteren Pläne mehr gab. Krass. Ja. Siehste, habe ich wieder was gelernt. Zum Beispiel war mir bis jetzt gar nicht klar, dass Dahlia Lavi auch Schauspielerin war. Siehste. Aber sie hat bei Old Shatterhand mitgespielt. Ich kannte sie nur als sehr furchtbare Sängerin. Ja. Aber es haben damals ja viele Sänger geschauspielert und umgekehrt. Hast du mal diese Elvis-Filme gesehen aus den 60ern? Da machen wir keine Retrospektive. Danke. Die ertrage ich nicht. Ich habe ein paar hier, ich ertrage sie nicht. So, wie geht's deiner körperlichen Integrität? Hast du schon Verletzungen davongetragen? Nicht mehr als der Kürbis. Gut. Ich habe auch das Messer schon hingelegt, weil es tatsächlich noch viele kleine Teile sind und stochere jetzt nur hier so rum. Ja, die Haare werden langsam. Gleich macht's wieder Blob. Okay. Siehst du, ich habe mich gerade eben mir die Zunge geschnitten. An der Pizza? Nein, am Deckel meiner Buttermilch. Man trinkt doch keine Buttermilch zur Pizza, nicht mal wenn sie scharf ist. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Mensch. Aber wenn es dich beruhigt, mein Knie tut weh. Ich weiß nicht, wieso. Das beruhigt mich sehr. Das ist gut. Das ist wahrscheinlich das Alter. So. Über was wollte man heute noch reden? Ich habe keine Ahnung.
Ich höre uns ja so wenig zu. Hm. Und alles, was ich hier auffarbe im Internet, das haben wir schon besprochen. Ich guck mal in meine Liste. Spüli. Oh, Spüli ist ein tolles Thema. Das war der Einkaufszettel. Einkaufszettel sind ein tolles Thema. 10 Dinge, die man über Blähungen wissen sollte. Tja, los. Ich weiß, wie man sie macht, aber nicht, was man darüber wissen sollte. Ich hatte die Tage Federweißer. Ja. Also hier fährt freitags immer ein Winzer rum und ja, man kann halt Federweißer da kaufen. Da habe ich mal eine Flasche gekauft. Mhm, und da ich keinen Zwiebelkuchen oder irgendwas ähnliches hatte, habe ich eine Pizza geholt. Auch schön mit Zwiebeln und Speck. Ja. Und halt ein bisschen an Käse und so. Das ist mehr Pizza, aber huiuiuiui. Davon kriegt man Blähungen. Ja, das glaube ich. Was passiert eigentlich, wenn ich hier dran drehe? Hallo, 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 nix, okay. Doch, du sagst hallo. Hallo, hallo? Sag ich hallo? Ich sag glaube, du hallo. Sagst, hast mehr Hall im Hallo. Ah, okay. Glaube ich. Nun gut. Nicht, dass ich dir zuhören würde. Wo war ich denn jetzt gedanklich dran? Bei den Blähungen. Ach, danke, natürlich. Der Trick ist eigentlich der, wenn man schon dieser Biogasproduktion in geschlossenen Räumen nachgeht, den Druck nur ganz langsam zu erhöhen, damit die Fenster drin bleiben. Ja, das ist schon wichtig. Bei so Druckwellen weiß man nie. Und wir wollen ja nicht, wenn jetzt der Winter kommt, dass man quasi sein eigenes Haus entglast. Das kann mit zu viel Druck ganz schön in die Hose gehen. Das ist richtig. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ich hätte mir vielleicht ein Motiv aussuchen sollen, das nicht so viel Fritzelarbeit hat. Dabei hatte ich noch schöne andere Motive gesehen. Ich denke, vielleicht mache ich das auch noch so eine Trilogie an klassischen Universal-Monstern. Mhm, ja, der Dracula hat mir nicht so gefallen, aber so ein Frankenstein, ein Wolfsmensch und ein Schrecken vom Amazonas. Das würde sich ganz gut machen, glaube ich. Jetzt weiß ich, was ich noch... Ah, okay. Dieses Fisch. Ja, ich kenne das liebliche Gesicht, aber wusste nicht den Namen dazu. Fischi, also, Fischi, Fischi. Genau. Mhm. Übrigens ein schöner Film. Also ich mag diese Klassiker ohnehin. Ja. Aber den kann man tatsächlich gut gucken. Also der hat ein paar gute Unterwasseraufnahmen dabei. Für die damalige Zeit sind die schon ziemlich aufwendig gemacht. Okay. Und ja, insgesamt ist der nicht verkehrt. 1954. Mhm. Ja, diese Universal-Filme, gut, es gab auch schon in den 20ern welche, aber so richtig angefangen haben die 1931 halt mit Dracula und Frankenstein. Ja. Und von Dracula gibt es auch eine spanische Fassung, weil damals hat man nicht synchronisiert, aber spanischsprachig war auch schon ein großer Markt. Ja. Und dann ist da, wo tagsüber Dracula gedreht wurde, ist nachts Dracula gedreht worden. Du wolltest unbedingt Dinge schnitzen. Ja, ich mache das auch gerne. Aber dieses kleine Feinzeug, das Schnitzen außen ist nicht das Problem.
die Haustür klingelt. Das ist sehr nett von ihr, dass sie nicht einfach reinkommt, sondern das ist mir klingelt. Aber egal. Warum okay. Sie klingeln? Wir haben noch Körperhygiene, Abende der Comic-Geschichte, Let's Plays und Unboxing-Videos auf meiner imaginären Liste stehen. Körperhygiene. Also ich war ja baden vor dieser Sendung. Dafür danke ich dir sehr. Ja. Ich war gestern baden. Erkältungsbad. Ich habe wieder mal gemerkt, wie sehr ich Baden eigentlich hasse. Es kommt immer auf das Buch an, das man dabei hat. Na. Dafür bin ich zu tollpatschig. Ich müsste so ein abwaschbares... vielleicht eine laminierte Speisekarte. Mein Lieblingskapitel, Steaks. Nee, so nach einer halben Stunde geht mir echt die Geduld dafür aus. Dann. Früher konnte ich es auch länger, aber mittlerweile... man muss auch die richtige Temperatur hinkriegen, damit es wirklich gemütlich ist. Und das ist echt schwer. Mhm. Entweder ist es zu kalt oder man schwitzt und dann ist es unangenehm, mit der eigenen Soße zu legen. Ja. Ich habe jetzt auf Twitter gelesen und fand diesen Gedanken eigentlich sehr schön, dass Badewasser eigentlich so der ganz persönliche Tee ist. Ja. Schon irgendwie. Ich meine, ich lasse meine Beutel ja auch ziehen. Ja. Wo wir gerade dabei sind, ich habe heute eine 6-Kräuter-Mischung. Also die Zahl, nicht... Ja, ja. Ich mag die ganz gerne. Die hat irgendwas Fruchtiges im Abgang, das ich nicht genau einordnen kann. Brombeerblätter. Möglich. Könnte auch Hibiskus sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die ist gut. Die ist nicht so aufdringlich. Ich habe ja diese andere Kräutermischung das letzte Mal getrunken. Die ist geschmacklich zwar sehr lecker, ja. Aber die kann ich so abends nicht trinken, weil da, diese frische Minze und was da so drin ist, das pusht doch ganz schön. Und ich bin ja alt, ich vertrage sowas nicht mehr. Ja, gut. Wir werden ja alle nicht jünger. Ja, das ist auch gut so. Weil wir nicht dieser komische Benjamin Button sind. Wobei ich F. Scott Fitzgerald, der das geschrieben hat, irgendwie für überbewertet halte. Aber das ist eine andere Geschichte. Was hat er denn noch so geschrieben? Der große Gatsby. Ah, okay. Und als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich, ja, und? Vielleicht war ich auch einfach nicht gut drauf, aber irgendwie war das nicht so mein Fall. Filme besser? Meinst du das Gatsby oder Button? Beides. Ja, also Button kann man angucken. Gatsby habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich da nichts zu sagen. Button sind wir uns also einig. Gut. Ja. Wobei tatsächlich hier zwischen Film und Geschichte doch auch einige Unterschiede sind. Also es ist nur eine Kurzgeschichte. Da ist im Film erheblich mehr drin. Was ich heute noch gelernt habe, wenn wir schon bei Filmen und Büchern sind. Ja. Das ist Mario Puzo, der Autor von Der Pate. Aha. Wenn man das so liest, denkt man ja, der hat sich da ausgekannt. Das war eigentlich eine Auftragsarbeit.
Der hatte überhaupt nichts damit zu tun. Der hat das, musste Geld verdienen. Und er hat den Begriff Mafia, Quatsch, nicht Mafia, sondern den Begriff Pate, Godfather, erfunden für diesen Roman. Und der wird heute von der Mafia verwendet. Witzig. Das ist auch ein schöner Film, nach wie vor. Welcher Teil? Der erste und der zweite hauptsächlich. Okay. Der dritte ist guckbar, aber ja, er fällt halt ab. Im Gegensatz zu den anderen. Und eigentlich, wenn man das Buch verfilmt sehen möchte, muss man tatsächlich die ersten beiden gucken. Idealerweise noch ineinander geschnitten. Das gibt es, glaube ich, auch irgendwo so wirklich so Fan-Cuts, die das gemacht haben dann. So ein 6-Stunden-Film. Ich habe mir vorgenommen, ich werde die Bücher von Puzo, da gibt es ja auch noch andere Pate-Bücher, die werde ich mir mal demnächst vorknöpfen. Ach ja. Ich mache das immer gerne so. Ja, nicht einfach nur ein Buch, sondern wirklich dann so eine komplette Reihe mal zu lesen. Ich hatte dieses Jahr im Sommer Hannibal Lecter. Ja. Also die 4 Bücher. Ja. Und ich habe die 3 Psycho-Bücher gelesen von Robert Bloch. Es gibt ja auch 3 Filme, beziehungsweise es gibt 4 Filme und ein Remake und dann die Fernsehserie jetzt, also Bates Motel. Aber nach dem Erfolg des ersten Films von Hitchcock und nachdem Hitchcock dann gestorben ist, weil der wollte ja keine Fortsetzung von seinen Geschichten, sind sie dann los und haben geguckt, ja, Fortsetzung hier. Er ist jetzt tot, wir können es machen. Hier, Robert Bloch, schreibt uns mal eine Fortsetzung. Und das hat er dann gemacht. Und das war... Also Hollywood ist in dieser Geschichte so schlecht weggekommen und Norman Bates ist ganz am Anfang gestorben. Und es hatte eigentlich kaum was mit dem Original zu tun. Also hat das Studio gesagt, nee, wir nehmen dann doch was anderes. Und Robert Bloch hat dann gesagt, ja gut, wenn ihr das macht, dann mache ich daraus ein Buch. Muss man nicht unbedingt lesen. Und den dritten dann erst recht nicht, der ist noch wirrer. Weil Norman Bates ist halt immer noch tot. Und der Killer aus dem zweiten Teil auch. Und mir bricht hier gleich was durch die Augenhöhle. Also nicht meine. Hoffen wir das. Irgendwo war ich gerade gedanklich dran bei ganzer Reihe lesen. Die langen Pausen in unserem Podcast. Ich lauschte gerade gebannt deinen Schnitzgeräuschen. Das könnte man so zur Meditation hochladen. So als Sonderfolge nur Schnitzgeräusche. Ja, irgendwie so Anti-ASMR. Es massiert nicht dein Gehirn, es penetriert deine Ohren. Oh, jetzt ein Stückchen abgefallen. Oh. Nach innen, das muss so. Ich stech mal auf das zweite Auge ein. Oh ja. Das sind sehr kleine Augen. Ich wollte mich jetzt nochmal demnächst an der Goldene Kompass wagen. Also Buch. Beziehungsweise das Buch und die zweite, die danach kommen, deren Titel ich leider vergessen habe. Das magische Messer und noch irgendwas. Naja. Habe ich auch noch nicht gelesen. Das erste Buch hatte ich schon mal gelesen und fand es echt gut. Film habe ich nicht geguckt. Nach allem, was ich gehört habe, braucht man den, glaube ich, auch nicht zu sehen. Okay. Weil ich gesehen habe, geguckt habe ich ihn auch noch nicht.
Ja, ich habe jetzt so eine Liste, wo ich dann verschiedene Autoren und Buchreihen und sowas eintrage. Ja. Und das versuche ich dann immer so ein bisschen abzuarbeiten. Auf der Liste sind unter anderem momentan so Großprojekte drauf wie Jules Verne. Der Mann hat ja Zeug geschrieben an einer Riesenhaufen. Aber tatsächlich kannst du einige Sachen noch wirklich gut lesen. Andere sind, andere sind nicht so gut gealtert, aber ich bin manchmal echt beeindruckt. Ja. Das macht schon Spaß. Ja, verschiedene Autoren wie Ray Bradbury und was weiß ich, also. Den habe ich noch nie gehört. Du kennst nicht Ray Bradbury? Nein. Oh, also zumindest jetzt nicht so vom Namen her. Was kann der so? Ah, der hat viel Science Fiction und Horror geschrieben, von den 50ern bis in die Anfang 2000, als er gestorben ist. Aha. Ganz viele Kurzgeschichten und The Halloween Tree, wie heißt der auf Deutsch? Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt. Das Böse kommt auf leisen Sohlen, war das der? Keine Ahnung. Also ein paar richtig schöne Romane, die man so, ja, die so eine Mischung aus Horror und Jugendbuch auch teilweise sind. Mhm. Dela würde sich wieder beschweren, weil sie keine Coming-of-Age-Bücher mag, aber mir gefällt sowas, ja. Wie geht das denn hier? Du musst da den Nippel durch die Lasche ziehen. Aber meine Lasche. Mein Nippel. Nee, das ist in Ordnung, aber die Lasche. Ich habe auf dieser Liste auch zum Beispiel Arthur C. Clarke drauf. Den man kennt durch 2001 und diese Bücher zum Beispiel. Aha. Aber zu viel Space Opera am Stück ertrage ich nicht. Also ich lese schon gerne mal Science Fiction oder auch Fantasy ab und zu mal. Aber da kommt es drauf an, was es ist. Und zu viel ist dann doch anstrengend. Ja. Und trotzdem habe ich solche Sachen drauf wie die ganzen Conan-Bücher. Ah. Die Originalgeschichte habe ich alles schon gelesen, aber da gibt es ja noch so viel. Ja, manchmal sind doch ganz nette Sachen dabei, aber manchmal fange ich auch ganz schnell an, quer zu lesen. Das Buch dann ganz schnell wieder wegzulegen. Wobei das sowas ist, da kann ich mich irgendwie gar nicht gegen wehren. Das passiert automatisch, dass das ich anfange. Ja, bei mir auch. Wenn das Buch mich nicht richtig packt. Ich habe jetzt eins für den König, Bub, Dame, Gast Podcast. Da muss ich, bevor wir die Folge aufnehmen, nochmal die Zusammenfassung lesen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was am Anfang passiert ist. Ich glaube, das kriegt keine allzu guten Bewertungen. Ja, ich habe neben mir hier so wirklich ein Stapel an Büchern stehen. Teilweise entdeckst du dann auch merkwürdige Sachen. Erinnerst du dich, in den frühen 90ern gab es mal eine Fernsehserie, Die Abenteuer des jungen Indiana Jones? Ja. Ja, da gab es Bücher zu. Was? Ja. Also Bücher im Sinne von, so wie bei Star Wars? Es gibt Filme und irgendwer schreibt Bücher drumherum? Oder? Also es gibt sowieso Indiana Jones Bücher einen Haufen, aber das hier sind meistens dann doch so Episodenzusammenfassungen oder so Nacherzählungen. Mhm. Also schon Romane dazu, aber keine großartig neuen Geschichten. Manchmal so mit Rahmenhandlungen neu. Und wenn ich sowas entdecke, dann kommt es auf meine Liste. Ja. Ob ich will oder nicht. So, mein Großprojekt in den letzten Jahren waren die auf Deutsch erschienenen Star Trek Romane. Ah, okay.
Habe ich aber mittlerweile jetzt, also bis auf die ganz aktuellen, komplett. Die gibt's aber auch für ein Apfel und ein Ei, die meisten. Und da sind echt schöne dabei, also das muss man schon sagen. Ich meine, gerade bei der Originalserie und bei der Next Generation sind auch viele dabei, die sowas wie schlechte Fernsehfolgen sind. Mhm. Aber so ein paar Highlights gibt's wirklich. Und die aktuell erscheinenden neuen Bücher, die dann die Geschichten fortsetzen, wo die Autoren dann auch tatsächlich Freiheiten haben, die sind ja richtig gut. Weil da kann dann schon mal eine Figur sterben. Das geht ja ansonsten nicht so gut. Ach, kommst du da raus, Wangenknochen? Dass die sich immer so wehren müssen. Aber wir haben unsere Stunde schon fast voll. Ich bin noch nicht ganz fertig, der Mund fehlt noch. Ja gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen... Weißt du was, im allerschlimmsten Fall machen wir einfach 2 Episoden draus. Dann haben wir auch was für nächste Woche. Ja, gerne, können wir noch weiterreden. Okay. Wir haben ja zwar immer noch keine Themen. Genau. Was ich auf meiner Leseliste noch habe, ist, wie heißt das Ding? Die Boote der Glenn Carrick. Mhm. Kennst du? Noch nicht selbst gelesen, aber habe ich auch in meiner Liste. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal antun. Da bin ich eigentlich drauf gestoßen, weil ich eine Band gefunden hatte, die diesen Roman quasi als Vorlage für ein Album genommen hat. Mhm. Darf man da Roman zu sagen? Ja. Okay. Und das war halt so ziemlich, sagen wir mal, na, mit sehr viel tiefen, schweren Gitarren und so. Also, ne, Musik für mich. Ich mag das ja auch. Dann lege ich dir hiermit die Band Ahab, wie von Moby Dick, der Dings, ans Herz. Sagt mir sogar irgendwas der Name. Und zwar nicht in Verbindung mit Moby Dick. Mit dem Album The Boats of the Glen Carrick. Wer hätte es gedacht? Und hab das daraufhin mal angefangen, fand's echt gut und hab's eigentlich nur aufgehört zu lesen, weil ich glaube, ich musste mal wieder studieren gehen. Ach, ich erinnere mich damals, also ich habe ja auch ein Fernstudium gemacht. Mhm. Und zu der Zeit, ich habe ja vorher viel gelesen und da ist das irgendwie so richtig abgesackt dann plötzlich. Man kommt ja zu nix. Ja. Vor allem, wenn man das dann wirklich berufsbegleitend noch macht. Ja. Und ich meine, das kennst du ja, du machst das nicht berufsbegleitend, du machst das noch extremer. Ja. Und dann irgendwann habe ich tatsächlich auch mit diesen Star Trek Büchern. Mhm. Ich bin über eins gestolpert, wieder so ein altes, und habe gedacht, doch, liest du mal. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt holst du dir noch mehr. Und dann habe ich so langsam wieder angefangen und seitdem bin ich wieder ziemlich gut drin mit dem Lesen. Das war jetzt vorher auch, das ist auch schon wieder 6-7 Jahre her. Ich bin alt. Hm. Ich habe Kürbis unter den Fingernägeln. Sei froh. Ich habe wahrscheinlich Chili unter den Fingernägeln und werde nachher meine Kontaktlinsen rauspopeln. Yay. Das wird ein Spaß. Hast du jetzt schon Spaß damit? Nein, ich habe Spaß mit den Geräuschen, die dein Kürbis macht. Naja, es dauert nicht mehr allzu lange. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine Eckchen. Ja. Der Postillion hat einen schönen Artikel, 23 starke Anmachsprüche, die das Wort Gulasch enthalten. Oh. Das ist schön. Ja, durchaus. Ich meine, für mich bräuchtest du nur das Wort Gulasch. Das wäre, glaube ich, Anmachtipp Nummer 20. Gulasch, 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 Gulasch. Gulasch, Gulasch. Gulasch, zu dir oder zu mir?
Das wäre, glaube ich, Tipp 21. Du bist wie Gulasch, meine Wurst muss da unbedingt rein. Oh Gott. Ach ja. Schnell mal zumachen, sonst lese ich das wieder komplett und lache laut. Ach, machen wir. Das ist schön. Ach so. Nee. Hast du jetzt gelesen, was im Gulasch drin ist? Und ist jetzt nee, ich hab statt Donner Döner gelesen. Oh. Was den Kontext natürlich ziemlich zerrupft, wenn es auf einmal Blitz und Döner gibt. Hm. Das klingt wie so eine deutsch-türkische Motorradgang. Ich habe einen Traum. Ich bin ja nicht so fürs Motorradfahren, aber ich würde hinterm Spieß stehen. Ach ja. Ach ja. Noch vier. Mensch, Flo. Bald haben wir es geschafft. Und dann? Dann hören wir auf. Und dann? Und dann werde ich ein Foto machen. Sehr gute Idee. Ich muss noch eine Kerze suchen. Hm. Oder eine Katze. Nein. Die wehren sich immer so im Kürbis. Und dann brechen die kleinen feinen Eckchen da ab. Ach nein, nicht die kleinen feinen Eckchen. Ja, das ist doch das, was eine Katze ausmacht. Wir können ja mal dieses Seufzersaufen im Podcast propagandieren. Oh, fände ich eine gute Idee. Wir könnten das auch vormachen. Aber leider trinke ich ja keinen Alkohol mehr. Ja, ich ja auch nicht. Also es ist so selten, dass ich nach einem Glas Federweißer am Freitag schon besoffen Dann nehmen wir doch einfach deinen Supertee. Ach, Prost. Den mit den Sexkräutern, die einen wach halten. Nein, das war ja der andere. Die hier machen einen schläfrig. Vielleicht kann man das mischen. Ach, dann nehme ich den Baldrian-Tee. Wann? Auch öfter mal Abend. Ich dachte schon bald. Hendrian. Ja, ich weiß. Du hörst, wie ich mit einem Messer, das eigentlich zu groß ist, feine Ecken ausschneide. Es gibt keine zu großen Messer. Ich habe mich noch nicht geschnitten. Und wenn doch, habe ich hier einen Kugelschreiber der Malteser. Vielleicht steht da eine Telefonnummer drauf. Nein, aber eine Internetadresse. Und das wird uns helfen. Ja. Dann können wir denen eine E-Mail schicken. Genau. Ich habe mich gerade mit Kürbis voll gespritzt. Oh. Das ist immer, wenn ich so aufgeregt bin, dann spritzt der Kürbis. Ja, das passiert einfach. Naja, also falls doch irgendwas hier passiert, ich bin Organspender, nur dass du es weißt. Okay. Die Organe sind in der Gefriertruhe. Ah. Da, wo auch das Glas mit den Daumen liegt. Das ist eingekocht, das steht im Regal. Sehr gut, sehr gut. So gerade im Winter, wenn man mal Lust hat, sitzt abends vor dem Fernseher, will keine Chips oder so. Sondern einfach mal wieder am Daumen lutschen. Ja, das ist toll. Es kommt mir irgendwie vor, als wären wir heute müde als in unserer 2 Uhr nachts Sendung. Ja, das war schon irgendwie. Da war eine andere. Ne? Ja. Wir hatten auch nicht so Wortfindungsstörungen.
Das ist mir aber auch aufgefallen. Ich hab dir öfter... Ah gut, doch, das hatten wir schon mit dem... Wie heißt das Ding? Mikrofon? Nein, Schürhaken. Schürhaken. Ich habe das ja öfter. Ich erzähle immer gern die Geschichte mit den Wortfindungsstörungen, als ich eine Speisekarte gesucht habe, meine Pizza zu bestellen. Und mir das Wort Speisekarte nicht eingefallen ist. Mhm. Ich habe irgendwann gesagt, gib mir mal das Ding, diese Bedienungsanleitung vom Restaurant. Sehr schön. Ich bin übrigens fertig. Oh. War der Kürbis eigentlich auch Organspender? Wenn ja, dann sind die Organe wie bei den meisten Organspendern im Müll gelandet. Ich muss höchstens noch so ein paar Kleinigkeiten auskratzen, aber das sehe ich erst, wenn ich die Kerze geholt habe. Und dann werde ich den in einigen Minuten auf Twitter posten. Und wahrscheinlich wird er auch hier im Twitter-Feed von unserem Podcast auftauchen. Ja, und in den Shownotes. Ja. Und auf T-Shirts gedruckt. Genau, Plakate und ja. Busse. Fahnen. Als Maske. Lalalala. Man könnte doch ein Vollkornbrot erfinden, das niemand mag, und man nennt es Tschernobyl. Und dann zieht man ihm eine Star Trek-Uniform an. Und dann hat man Tschernobyl Shatner. Ach Flo, ach Flo. Ich weiß, warum wir das hier machen. Mein Kürbis hat einen Schraubenzieher in der Nase stecken. Ich mache das ja nicht mehr seit dem Nasenbluten 82. Ich habe einen Kugelschreiber der Malteser in der Nase stecken. Hätte ich meinen Tee ausgetrunken, hätte ich meinen Fuß in der Tasse. Wie damals beim Spielabend. Ja, das war schön. Ja, das werden wir auch irgendwann mal wiederholen. Also ja. Den Fuß in der Tasse, nicht den Spielabend. Na Gott sei Dank. Gut. Dann würde ich sagen, kippe ich nochmal den Kürbis aus. Ja, und dann zünden wir die ganze Bude hier an. Yay. So. Und dann machen wir Schluss für heute, oder? Das nächste Mal dann... Das dauert ein wenig länger wahrscheinlich, es sei denn, wir legen nochmal eine Nachtschicht ein. Genau, oder irgendwer hat Migräne. Und wenn wir es sind? Dann erst recht. Und dann hört ihr ja irgendwann wieder von uns. Demnächst. Vielleicht. Genau. Tschüss. Reingelegt, wir sind immer noch da.